Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben! Und Entschuldigung, dass es so lange keine Folge mehr gab. RL und Stress und Familie und Arbeit und so. Aber das ist jetzt vorbei zum Glück. Also nicht das RL, sondern der Stress. Und ich bin hier nochmal kurz zurück in der Eisregion. Das hat folgenden Grund. Ich möchte gerne da hoch und ich habe beim Inventar durchschauen etwas entdeckt. Nämlich ein Drachenei. Das habe ich hier bei dem Eisdrachen gefunden. Als ich seinen Haufen durchsucht habe, also seinen Haufen Wertgegenstände, seinen Hort. Ach, wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Da ist es. Und wenn, das ist so groß, wie ihr seht, dass man da sogar draufstehen kann. So wird das nix. Und mit dessen Hilfe, glaube ich, kann ich da hoch. Und, ja, verdammt. Ach, Mist. Ich bin doch blöd. Ja, genau. Außerdem habe ich mich etwas schlau gemacht über die Magie in diesem Spiel. Mal wieder. Denn da gibt es ja einiges zu beachten. Das ist ja nicht ganz trivial. Ich bin ja zurzeit auf dem vierten Kreis der Magie, wo es keine mehr wirklich guten Zauber für mich gibt, die sich lohnen würden zu lernen. Ah! Mann! Bin ich jetzt blöd oder was? Ich will da ständig hochklettern und drücke den Springen-Knopf. Das ist natürlich Unsinn, ich will da hochlaufen. Aber ich glaube, ich bin immer noch zu weit weg. Naja, ich bin auch zu weit weg. Genau, Federkreis der Magie ist nicht. Ich brauche auf jeden Fall den fünften. Dafür brauche ich 5 Lernpunkte. Und dann kann ich auf dem fünften Kreis der Magie... Was war das denn? Auf dem fünften Kreis der Magie kann ich Dämon beschwören, genau. Dämon beschwören wäre witzig. Verdammte Axt. Dämon beschwören wäre witzig. Kostet 5 Lernpunkte. Blödsinn. Und der Beschwerden für witzig, kostet aber 20 Lernpunkte. Das heißt, ich brauche 25 Lernpunkte insgesamt. Zurzeit habe ich 23. Ich muss also, selbst wenn ich nur auf den fünften Kreis der Magie gehe, muss ich auf jeden Fall nochmal leveln. Und hey, ich bin hochgekommen. So. kann ich da noch weiter hoch? Keine Ahnung. Ich will hier zu dieser Truhe. Genau, und dann rechts, links, rechts, zweimal links, rechts. Rechts, zweimal links, zweimal rechts, links. Okay. Boah, 5 Pfeile, 36 Gold. Am Arsch, das hat sich voll nicht gelohnt. Auf dem sechsten Kreis der Magie, der mich, glaube ich, 20 Lernpunkte kostet, wenn ich mich nicht enttäusche, kann ich dann die Todeswelle lernen. Oder den, was war's denn? Hab's vergessen. Ach genau, Monsterschrumpfen. Monsterschrumpfen ist, glaube ich, ziemlich gut gegen einzelne große Gegner wie Drachen. Naja, es ist jetzt halt ein bisschen zu spät dafür, aber wie gesagt, es gibt da noch einen Endgegner. Und spätestens bei dem würde das auf jeden Fall nützlich sein. Gegen einzelne Orks brauche ich es halt nicht wirklich. Die Eiswelle gibt's auch noch. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist die auf dem fünften Kreis. Allerdings... sehe ich gerade nicht, warum die sich lohnen sollte gegenüber dem Eisblock. Kostet, glaube ich, bisschen mehr Mana und kann dafür halt alle Gegner in der Umgebung einfrieren, die sie trifft. Aber ich sehe nicht, warum ich das nicht mit dem Eisblock so hinkriegen sollte. Ich finde, der ist gut. Der ist ziemlich gut. Ja, damit bin ich zufrieden. So, cool. Ich war da oben. Ich habe Scheiß geholt, der mir gar nichts bringt. Ich bin hier übrigens beim letzten Mal nach Korinis gegangen und dann hat das neue Kapitel angefangen. Und danach bin ich hier zurückgelaufen. Ich habe nicht geladen. Das heißt, ich bin hier tatsächlich im neuen Kapitel. Und im neuen Kapitel, ja, ich weiß nicht, das Kapitel sieht man nirgends, aber immer wenn ein neues Kapitel anfängt, gibt es ja neue Gegner. Und deswegen bin ich hier durch ein paar kleine Gegnerhorden durchgelaufen. Habe die einfach hinter mir liegen lassen, weil ich ja natürlich niemanden töte und nichts aufsammle offscreen, außer ich kündige das vorher an. Und hier müssten irgendwo Gegner sein. Da, Echsenmensch. Zum Beispiel. 2 Echsenmenschen. 4. Da hinten ist noch einer. So, komm erstmal her. Kommst du einzeln? Wow, da kommen alle 4. Oh mein Gott. Die würde ich schon gern umlegen, um ehrlich zu sein. Hä? Das hätte aber treffen müssen. Das hätte aber sowas von treffen müssen.
Na gut, das Ganze nochmal. Sehr schön, so muss das sein. Wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Level, damit ich den Dämon beschwören kann. Und dafür brauche ich noch 15.000 Erfahrungen. Das ist doch Da ist nichts zu holen. eigentlich schon eine ganze Menge, ne? So gesehen. Ich schätze mal, wenn ich hier, sagt die Uhr eigentlich, morgens 9:15 Uhr. Kann ich mich nochmal teleportieren? Ich kann mich noch dreimal teleportieren. Sehr gut. Das heißt, ich muss nicht in die Burg mich hinlegen. Ich würde jetzt erstmal zurückgehen und schauen, ob ich nicht durch die Quest hier, die ich erledige oder erledigt habe, nicht doch noch ein bisschen Erfahrung kriege. Vielleicht reicht es ja sogar für einen Levelaufstieg. Ansonsten, ja, habe ich 7 Lernpunkte übrig, wenn ich levele. Kann ich die in Mana stecken? Bringt mir einen Punkt. Ist es nicht wirklich wert. Einen Punkt Mana erhöhen, ist es nicht wirklich wert. Und ich bin ja bei der 5 an letzter Stelle, ne, wenn ich mich recht erinnere, oder bei der 0. Von daher passt das ja alles. Gut, dann brauche ich hier Passimintal und Burg nicht mehr. Kloster Passinkorinnes brauche ich auch nicht mehr. Kloster ist auf jeden Fall noch nützlich. Was brauche ich denn noch? Ich brauche die Hafenstadt, selbstverständlich. Die Taverne ist ganz nett, da mittendrin. Und Xardas könnte ich auch mal wieder einen Besuch abstatten. Wisst ihr was? Das mache ich als erstes. Mal schauen, was er zu sagen hat. Ach, guck mal, Lester. Hey, was machst du denn hier? Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Oh. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eines steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Du siehst nicht gerade fit aus. Ich fühle mich auch nicht besonders, Mann. Ich bin irgendwie völlig im Eimer und habe ständig Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn einer dieser schwarzen Kapuzenmänner irgendwo auftaucht, wird es schlimmer. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Ach so, die schwarzen Kapuzenmänner. Ich dachte jetzt eigentlich, das sind die Entzugserscheinungen von dem Sumpfkraut. Wäre zumindest naheliegend, meiner Meinung nach. Nun gut, was hat Xardas denn hier für Wesen hinterlassen? Schauen wir doch mal. Einen Dämon, gegen den ich überhaupt keine Chance habe. Das habe ich ja schon mal versucht. Ne, lass mal gut sein. Zur Hafenstadt. Tschüss, Dämon. So, hier ruckelt's wie immer. Hey, Hey. Laris. Aber wie ihr seht, ich habe die Sichtweite ein bisschen erhöht. Deswegen Ja, sozial ruckelt's kann man. hier gerade noch ein bisschen mehr. Nun denn, ich sag's mal so: Der Meister der Drachen hat seinen Ort in Irdorath. Xardas ist verschwunden. Genau, ich habe den Brief von Xardas. Beim Banditenlager in den Bergen im Süden des Tals. Banditenlager in den Bergen im Süden des Tals. Was haben wir denn hier noch? Die Suchenden, Pyrokar. Karas braucht etwas, das in direktem Kontakt mit den Suchenden stand. Schauen wir mal, vielleicht habe ich ja irgendwas gefunden, was dieser Beschreibung entspricht. Also teleportiere ich mich zum Kloster und red mal mit den Leuten hier. Und da muss ich schlafen. Ich habe kein Mana mehr. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ja. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ja, natürlich ich. Natürlich ich. Was kann ich will neue Zauber. Was kann ich denn zurzeit von dir lernen? Nix. Nichts Vernünftiges jedenfalls. Und Mana steigern, habe ich ja schon gesagt. Lohnt sich nicht um einen Punkt. Das bringt mir nichts. So, stattdessen würde ich jetzt mal hier mit den ganzen Leuten mal quatschen.
Da gibt's auch nichts Neues. Möge. Ja, bei Innos. Für Innos. Nee, möge Innos dich beschützen. Der arme Kerl kann einem leid tun. So rum. Hast du eigentlich was Neues im neuen Kapitel? Verschwinde! Verschwinde! Nein, immer noch das gleiche, Alte. Und hepp. Zu Pyrokar. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Innos, stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Ah, jetzt kann ich da unten rein. Sehr schön. Segne mich, Meister. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Wie, was? Du sagst mir, dass ich gottlose Pfade beschreiten werde? Willst du mich beleidigen? Gibt's was Neues? Naja. Zurzeit nicht. Naja, passt schon. Ich kann mich nicht so künstlich... Hast du mir noch etwas... Nein. Ich kann mich nicht so künstlich aufregen, das kann ich einfach nicht. Gut. Es gibt noch mehr Suchende. Naja, war irgendwie klar im neuen Kapitel. Aber ich kann den 5. Kreis der Magie... Weisheit erkennen. Oder? Den sollte ich doch jetzt lernen. Doch, so genau, den 5. Kreis. Den sollte ich jetzt lernen können. Und vielleicht hat ja hier Karas, hey, du. Einen Schutz gegen die Suchenden. Ich will den 5. Kreis der Magie lernen. Dann tritt nun ein in den 5. Kreis der Magie. Du wirst nun mächtigere Zauber als je zuvor beherrschen. Nutze ihre Macht weise, Bruder, denn die Dunkelheit ist noch immer stark und so sind deine Feinde. In den 6. und höchsten Kreis der Magie kann ich dich nicht mehr begleiten. Pyrokar selbst wird dich weihen, wenn die Zeit gekommen ist. Und das waren jetzt genau 5 Lernpunkte. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung, dazu weiß ich noch zu wenig. Wie, du weißt immer noch nichts? Mann! Was macht das Studium? Ich bin noch mit der Auswertung der Indizien über die Suchenden beschäftigt. Sobald ich was weiß... Ja, das hatten wir auch schon. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn schönes? Armee der Finsternis. Vergessen, Dämon beschwören. Habe ich denn noch einen Dämon hier bei mir? Damit ich mir die Rune dann gleich machen kann. Sobald ich levele.
Ich habe da noch einen Dämon. Sehr gut. Damit habe ich alles. Nee, warte mal, ich habe noch gar nicht alles. Die Frage ist natürlich, was brauche ich alles für diese Rune? Das hätte ich gerne gleich alles dabei. Der vierte Kreis. Und der sechste Kreis, natürlich. War ja klar. Dann muss hier der fünfte sein, oder? Der fünfte Kreis, sehr schön. Dämonbeschwörung, Herz eines Dämonen. Was? Ach, Mist. Ich muss einen Dämon besiegen, bevor ich einen Dämon beschwören kann. Verdammte Axt. Problem ist halt, so ein Dämon kann ich nicht einfrieren. Ich glaube, damit ist Dämonbeschwören gestorben. Schade. Ich könnte natürlich jetzt Skelette versuchen, ne? So wie ich es ursprünglich mal vorhatte. Untote vernichten, Golem erwecken, Herz an. Golem erwecken würde auch gehen. Ja, aber Golem kann doch nix. Ansonsten wäre die Alternative natürlich die Armee der Finsternis. Die Armee der Finsternis macht einfach mehrere Skelette. Aber ich glaube, die Armee der Finsternis ist im sechsten Kreis, ne? So wie das aussieht. Ihr habt Knochen eines Skeletts, schwarze Perle, Herz eines Steingolems und auch hier Herz eines Dämonen. Das heißt, auch das bringt mir nichts. Oh Mann, ist das... frustrierend. Nun gut, dann muss ich halt eben hier hin. Skelett erschaffen, Knochen eines Skelettes. Ich glaube, da habe ich genug von, oder? Skelettknochen habe ich doch einige. Knochen eines Skeletts, ja, vier Stück, siehst du mal. So, hey. Dann mache ich mir eben hier die normalen Skelette. Unter... So, Skelett erschaffen, 10 Lernpunkte. Hey, das geht sogar, guck mal. Mache ich das. Dämonbeschwören würde gehen, fehlen mir aber halt die Lernpunkte zu. Golem, tja. Komm, ich mache die Skelette. Nein. Verdammte Axt, habe ich jetzt echt noch Goblin-Skelett? Ah, Mann. Ah, verdammt, da war ich zu schnell. Verdammt, was habe ich da gemacht? Och nö. Wirklich? Goblin-Skelett erschaffen. Och nö. Tja, ich könnte jetzt laden oder das Ganze nachstellen. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Folgendes. Ich erschaffe mir hier die Skelettrune. Zu wenige Rohstoffe, was? Ach so, natürlich, ich brauche noch die Schriftrolle Skelett erschaffen. Hey, du. Klar. Zeig. Die haben wir bestimmt hier, oder? Skelett erschaffen, ja. Natürlich, die brauche ich auch noch. Hätte ich fast vergessen, aber jetzt sollte das reichen. Ja, genau, das funktioniert. So, und ich werde jetzt zwar hier speichern, um für alle Fälle gewappnet zu sein, aber ich werde das Ganze hier offscreen nochmal nachspielen, ohne Goblin-Skelett-Runen zu erschaffen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!